Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe mich jetzt gerade unter der Hütte verzogen, weil es regnet immer mal wieder zwischendurch. Jetzt gehe ich aber gleich auch nochmal richtig in den Wald, beziehungsweise zum Waldboden, weil ich möchte Folgendes ausprobieren. Das hier, das ist die berühmte Bundeswehr-Elefantenhaut. Man kennt sie vermutlich. Ist eine super tolle Unterlegplane für den Wald. Die ist ja so groß, wie ihr hier seht. Die wiegt gefühlt überhaupt nicht viel, aber in der Tat 400 Gramm. Das ist für so eine Plane, für diese Menge an Plane, ist das auch gefühlt wirklich nicht viel. Also man nimmt die nicht als schwer wahr. Man kann sie auch noch mal ein bisschen kleiner verpacken. So, und vielleicht noch mal falten. So, und dann hat man sie hier als so ein kompaktes Bündelchen. Und dann nimmt die nicht viel Platz weg und passt in so ziemlich jedes Gepäck rein. Und bisher war das halt meine Lieblingsunterlegmatte, Unterlegplane, wo ich dann meine Isomatte draufgelegt habe. Einfach damit man halt noch ein bisschen nicht allzu schnell von den Schnecken geweckt wird nachts. Ne? Derzeit gerade viele Schnecken unterwegs. Oder halt eben die sonstigen Waldkriechtiere einen nicht ganz so sofort auf die Isomatte kriechen, sondern erstmal auf die Plane müssen. Und man entdeckt sie dann vielleicht und kann sie dann vorher schon wegschnippen und so weiter. Und ist natürlich auch, wenn man aufblasbare Isomatten verwendet, einfach ein Schutz für den Mattenboden. Ne? Dass da also halt keine allzu spitzen Gegenstände nach Möglichkeit die Matte platt machen. Das ist, keiner weiß so genau, was das ist. Es ist auf jeden Fall ein Plastik. Es ist kein Gummi. Es hat hier solche Ripstop-Elemente eingeschweißt. Genäht kann man natürlich nicht sagen. Genäht ist da gar nichts. Und die ist wirklich ziemlich unzerstörbar vom Material her. Also selbst wenn ich jetzt, da habe ich jetzt ein kleines bisschen eingerissen bekommen hier, weil ich mir viel Mühe gegeben habe. Aber spätestens diese Anti-Reiß-Elemente, die hier in dieser Plane drin sind, die verhindern ein Weiterreißen. Also mit riesen Gewalt, und ich ziehe da jetzt wirklich ordentlich dran, kann man die nicht einreißen. Also da bräuchte man schon, also so händisch geht's nicht. Es geht wirklich nicht. Da bräuchte man schon ordentlich. Da muss schon was weiß ich was passieren. Ja, du kriegst die Oberfläche hier am Rand ein bisschen ausgefranst. Das geht, das kriegt man hin. Aber diese Anti-Reiß, die, also Anti-Einreiß-Elemente, die sorgen halt dafür, dass man das nicht wirklich kaputt kriegt. Die ist ja gebraucht und die hat auch schon ein paar Löcherchen. Das ist halt nun mal so. Das ist dann mehr oder weniger halt das eine oder andere Loch dann mal in diesem Ding gibt. Also rein als Wasserschutzunterlage, ne? Dass man auf einen nassen Boden die Plane drauflegt, dann überhaupt kein Tropfen nach oben dringt. Das wäre nur gegeben, wenn sie dann auch wirklich keine Löcher hätte. Man kann die natürlich relativ einfach stopfen, die Löcher. Da klebt man ein bisschen Panzertape drauf und dann ist das im Wesentlichen auch erledigt. Wenn einem wirklich seine Matte so lieb und teuer ist, dann kann man da auch noch einen richtigen Flicken drauf machen. Zum Beispiel einen Fahrradflicken, wenn man sowas noch rumliegen hat. Heutzutage flickt man Fahrradschläuche ja kaum noch, sondern im gleichen neuen. Sowas in der Richtung. Und mit etwas Wartung hebt so eine Plane im Prinzip ewig. Kann mir nicht vorstellen, dass man die wirklich kaputt kriegt. Und wenn sie ein bisschen ausgefranst ist, ist ja egal. Das tut der Sache ja keinen Abbruch. Also ein toller Ausrüstungsgegenstand, den ich auch wirklich, wirklich gern habe. Aber trotzdem habe ich mich jetzt überzeugen lassen. Habe nämlich ein Saki-Video geguckt, wo er die Footprints von Geartop heißt das, glaube ich, vorstellt. So, und normalerweise versuche ich der Meinung zu sein, nein, brauchst du nicht, hast schon genug Ausrüstung, brauchst nicht noch mehr. Aber ja, die haben mich jetzt doch angesprochen, zumal sie nicht so teuer sind. Ich habe zuerst gedacht, oh Gott, das kostet bestimmt dann wieder 1000 Euro. Aber nein, tut es nicht. Das, wie gesagt, ist eine schön kompakt gefaltete. Falten wir sie noch mal kompakter. WW Elefantenhaut. Ne? So klein kriegt man die zusammen, aber viel kompakter geht jetzt echt nicht mehr. Bild bitte merken. Das hier in diesem Beutelchen ist eine von den Maßen her etwa ähnliche, das sehen wir dann gleich noch, Geartop Footprint Unterlage. Wenn man die aus dem Beutel nimmt, ist sie nämlich noch kleiner. Tada!
Dann kann man die holen. Und schwupp, und jetzt ist die weg. Also die ist wirklich, 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 wirklich klein. Wirklich klein. Und hier nochmal die Elefantenhaut im Vergleich. Also das ist schon so ungefähr ein Viertel, würde ich sagen. Und die wiegt auch in etwa ein Viertel. 110 Gramm, circa 400. Und die hier hat das Special Feature, man kann es hier erkennen, Schlaufen. Man kann die also auch am Boden festpinnen, wozu ich hier überhaupt nicht super sonderlich, super leicht, aber halt irgendwelche Heringe mal geschwind mitgenommen habe. So, und jetzt gehen wir gleich in den Wald und dann probieren wir das mal kurz aus. Und dann legen wir die mal nebeneinander und dann haben wir mal so einen Vergleich. Weil ich will das selber mal wissen. Ich habe sie jetzt noch nicht nebeneinander ausgelegt. Das mache ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe hier auch schon einmal drauf übernachtet. Das hat wunderbar funktioniert. Schauen wir mal. So, hier ein Stück Testwaldboden. Ja, und da lege ich jetzt spaßeshalber einfach mal mitten in die Brombeeren. Also ein bisschen Brombeeren. Soll ja ein realistisches Stück Testwaldboden sein. Eine Bundeswehr-Elefantenhaut aus. Möglichst nicht direkt in die Schnecke. Es ist halt so nass gerade, deswegen überall Schnecken. Die ist halt ziemlich lang. Die ist nicht besonders breit. Das sind so die Spezifikationen von dem Ding. Wie lang die ist, weiß nicht, 2,50 Meter, 2,80 Meter, irgendwie sowas. Also das Schöne ist halt, rein von der Größe der Elefantenhaut her, kann man halt wunderbar sich selber drauflegen und hat dann im Fußbereich noch Platz, wo man einen Rucksack hinlegen kann, ohne dass da irgendwas groß auf dem Waldboden rumliegt. Ne? Das also die Elefantenhaut. Und dann liegt sie da und dann kann man sich drauflegen und ja, das mache ich auch gleich noch testhalber, aber machen wir erstmal noch die andere Sache. So, nebendran mal den Geartop Footprint. Ist schon ein bisschen kleiner. Das kann man nicht leugnen. So. Und den mache ich jetzt spaßeshalber einfach mal mit Heringen fest, weil es geht. Allein schon, weil es geht. So. So, und dann liegen wir mal Probe. Einmal hier Elefantenhaut. Und ich möchte betonen, es regnet. Und ich liege hier quasi ja in den Brombeeren. Ne? Wenn man sich jetzt hier so auf die Elefantenhaut liegt, merkt man aber nichts von den Brombeeren. Also hier sticht nichts durch. Ich kann nicht feststellen, dass ich da in irgendeiner Form beeinträchtigt bin. Theoretisch könnte ich da jetzt übernachten. So. Machen wir mal neben dran den Footprint. Aua! Aha, und da haben wir auch schon den Unterschied. Den Footprint nicht auf Brombeeren legen, weil die stechen durch. Also wenn ich mich da jetzt drauf lege oder allein schon mit der Hand drauf, dann pieken da die ganz feinen Stachelchen von der Brombeere, die stechen da durch. Also das geht nicht. Das ist halt der Preis, den man quasi bezahlt. Dafür, dass das Ding so ultra light und ultra sonst was ist. Es ist dann halt eben, wie oft, nicht ultra robust. Das gibt's halt nicht alles gleichzeitig. Also so gesehen, jetzt so von der Bequemlichkeit, vom Liegekomfort her, gewinnt definitiv die Elefantenhaut. Die Elefantenhaut ist noch mal ein Stückchen breiter, nicht viel. Und sie ist halt noch mal deutlich länger. Aber das seht ihr ja einigermaßen, hoffe ich. Man hat da ungefähr jetzt so die Vorstellung, ein Ben hat 1,90 Meter mit Schuhsohlen
Wohlgemerkt, eigentlich bin ich nur 1,89, aber mit Schuhsohlen bin ich dann 1,90 Meter. So zum Vergleich, die Geartop-Geschichte ist 2,20 Meter lang. Die Elefantenhaut, ja, ich weiß es nicht, 2,80 bestimmt. 2,80 bestimmt, vielleicht sogar 3. Ich habe die nie nachgemessen. Ja, aber es ist halt schon ein Unterschied, allein einfach von der Stabilität her, weil hier geht halt nichts durch. Vielleicht habe ich sie auch nicht direkt auf die Brombeeren geschmissen. Jetzt machen wir spaßeshalber mal hier noch drüber, hier auf die Brombeere direkt. Ah, das machen wir jetzt nochmal schnell. So. Und Ben hockt sich drauf. Im Dienste der Wissenschaft. Das wird wahrscheinlich unangenehm. Au! Okay. Also so direkt auf die Brombeere. Nee, doch, das geht. Wartet, ich nehme mal den Hintern. Der Hintern ist immer ein guter Indikator. Oh, ja doch, geht. Geht. Also, wir halten fest. Elefantenhaut, Brombeerendicht. Geartop Hightech Gedöns Unterlage nicht. Stabil ist die trotzdem. So, die Geartop Hightech Gedöns Unterlage gucken wir uns jetzt gleich nochmal in der Nahaufnahme an. Ich gehe zurück unter mein Dach, weil wenn es jetzt hier immer mal wieder anfängt zu regnen, habe ich mal wieder Angst um meine Kamera. Ne? Anmut, Anmut und Grazie. Gibt's woanders. Nicht bei mir. Damit bin ich wieder in Sicherheit und das hier ist diese tolle Geartop-Plane. Soll ja super robust sein, ist ein 20D-Nylon. 20D-Nylon ist eigentlich schon ein relativ stabiles Nylon. Aber wenn ich so drüber nachdenke, sieht das irgendwie aus und fühlt sich so an, wie die, wie die Außenhaut von meinem Fjällrävenzelt. Und das hat einen Grund, weil die Außenhaut von meinem Fjällrävenzelt ist auch ein 20D Ripstop Nylon. Ne? Das hier ist offensichtlich ein viel billigeres, weil in Anbetracht dessen, wie viele Quadratmeter da sind und wie viele Quadratmeter mein Zelt hat, sollte es dann doch nochmal deutlich teurer sein, wenn man bedenkt, was mein Zelt kostet. Egal. Da ist natürlich noch der Fjällrävenbonus dabei. Egal. Mein Zelt ist toll. Also nichts gegen das Zelt. Abisko Light 2. Aber dieses Zeug hier, ja, das, ne, anders als die, hier, die BW-Elefantenhaut, kann man das gar nicht einreißen. Also das ist ja am Ende auch umgenäht und nicht einfach nur loses Plastik, ne? Also man kriegt es überhaupt nicht eingerissen, also jetzt mit normaler Kraft, aber wenn ich hier so mit richtig viel Schmackes dran ziehen würde, was ich gerade tue, okay, reißen tut es dann auch nicht. Aber es ist halt super dünnes Material, ein Hauch von nichts, deswegen wiegt das ja auch nichts und deswegen hat es ja auch so ein wahnsinnig kleines Packmaß. Es ist natürlich noch mal ein bisschen kleiner als die Elefantenhaut, wie wir gesehen haben. Also vom Packmaß her, wenn es genau die gleiche Dimension hätte, dann wäre es bestimmt nur ein Drittel oder was von der Elefantenhaut. Aber vom Material her ist das auch sehr solide, also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ein Bonus sind halt wirklich diese Schläufchen hier. Man kann das Ding also theoretisch auch als kleines Nottab aufspannen oder zumindest als kleines Mini-Unterstand. Das ist ja die sehr kleine Plane. Ne? Die gibt es auch noch in groß, dann sieht die Sache natürlich nochmal anders aus von den Dimensionen her, aber die sind dann immer noch vergleichsweise viel, viel leichter als eben so eine Elefantenhaut. Außer sie sind halt viel größer, dann sieht die da nochmal anders aus. Oh, da steht ja was drauf. Experience the journey. Oh, Geartop, komm. Oh, guck da, da könnt ihr lesen. Tada. Könnt ihr auch die Journey experiencen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für ein Hersteller ist. Ich vermute mal, das wird wieder irgendwas aus China sein. Es stand jetzt kein Made in China drauf. Das ist schon stabiles Material, da gibt's nichts zu nörgeln, aber Dornen gehen halt durch. Und für eine Unterlegplane, weiß ich nicht, ob das wirklich so richtig, also eine Nässeschutz-Unterlegplane, das ist es auf jeden Fall. Das hat auch eine Wassersäule jenseits von Gut und Böse. Man kann auch hier schön sehen, diese Seite ist silikonbeschichtet.
Diese Seite ist es nicht. Also das ist nur einseitig silikonbeschichtet. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied sehen könnt. Fühlen kann man ihn auf jeden Fall. Das macht auch nichts. Ich finde das sogar ganz gut, dass es einseitig nur ist. Weil man kann die silikonbeschichtete Seite nach unten legen und die Oberseite bekommt dann die Sonne ab. Silikon ist ja sonnenempfindlich, also UV-Strahlung empfindlich. Das macht es dann irgendwann früher oder später mal kaputt. Und dadurch, dass man es nach unten legen kann, hebt die ganze Geschichte nochmal deutlich länger. Und super wasserabweisend ist es dann. Wahrscheinlich besser als meine Elefantenlaute mit ihren paar Löchern. Aber so den richtig mechanischen Schutz einer empfindlichen Isomatte. Ein bisschen auch, mit Sicherheit ein bisschen. Aber wenn da zum Beispiel eine Brombeere irgendwo gewachsen ist, der Brombeerstachel sticht durch. Und dann hast du ein Loch in deiner Isomatte. Also super leicht, super klein verpackbar, in die Hosentasche steckbar und so weiter und so fort. Und ist ja auch groß genug, um eine Isomatte draufzulegen. Aber wenn ich den Platz und das Gewicht tragen, den Platz habe und das Gewicht tragen kann für meine Elefantenhaut, werde ich dann, glaube ich, weiterhin auch meine Elefantenhaut noch mitnehmen. Und das hier kommt dann zum Einsatz, wenn ich wirklich mal ein bisschen ultralight unterwegs sein möchte. Halt ein bisschen leichter. Ne? Ultralight werde ich nie unterwegs sein. Da habe ich überhaupt keinen Anspruch. Das möchte ich nicht, aber ein bisschen leichter. Das könnte man mal machen. Und dann könnte hier sowas eben entsprechend zum Einsatz kommen. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute Unterlage, einfach in einem Tarp noch eine zusätzliche Fläche zu haben, wo man halt Dinge trocken hinlegen kann. Weil in einem Tarp hast du ja normalerweise keinen Boden. Dafür ist es ja auch gedacht. Das Ding nennt sich ja Footprint. Das heißt, man stellt da normalerweise sein Zelt drauf, sein Tarp, was auch immer. Ne? So, jetzt habe ich mir noch Gedanken gemacht. Wofür ist denn unsere tolle Gear-Top-Unterlage dann eigentlich da, wenn sie schon keine Dornen abhält? Kann sie denn auf einer gemütlichen Wiese, so wie hier, gut verwendet werden, um zum Beispiel auf einer nassen Wiese sitzen zu können? Ne? So als Sitzunterlage quasi. Das könnten wir doch eigentlich nochmal ausprobieren. Schwupp. So, und diese Wiese ist wirklich, wirklich nass. Müsst ihr wissen, weil es regnet heute schon den ganzen Tag immer mal wieder zwischendurch. Und ich stelle fest, ja, das geht problemlos. Also das ist wirklich sehr nasser Boden. Das sollte da eigentlich durchgehen. Wenn da was durchgehen würde, dann würde es jetzt schon durchgehen. Da muss ich nicht lange rumliegen. Das funktioniert ausgezeichnet. Das ist echt nicht schlecht. Ja. Das kann die Elefantenhaut natürlich auch, ist klar. Aber ja, ist doch ganz schön. Dafür ist sie dann wirklich gut geeignet. Die Gear-Top-Unterlage. Jawohl. Doch. Und hätte ich sie jetzt richtig hingerollt, dann könnte ich mich jetzt auch ausstrecken drauf. Aber habe ich ja nicht. Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Also das ist schon ein nützliches Stück Ausrüstung, aber meine Elefantenhaut, die ich so gern habe, ich habe sie nach wie vor gern. Ich dachte zuerst, oh, die Elefantenhaut hat ausgedient. Nein, die Elefantenhaut hat ihre Daseinsberechtigung. Gerade im Wald, auf der Wiese, auf dem Campingplatz, so eine Gear-Top-Unterlage, super, ganz prima. Aber mitten im Wald, auf Brombeeren, gut, man übernachtet nicht auf Brombeeren. Es war jetzt nur so ein Extrembeispiel für den Fall, dass man doch mal aus irgendwelchen Gründen auf Brombeeren übernachten sollte. Also, jetzt aber. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.